Kendo ist eine der traditionellen japanischen Kampfsportarten, die sich weltweiter Beliebtheit erfreut. Hartes Training und hohe Konzentration sind unbedingte Notwendigkeit. Hier im Dojo Geiko wird das Training auch in den heißen Sommermonaten nicht unterbrochen. Durch kontinuierliches Üben können auch schwierigste Techniken gemeistert werden. Im Kendo werden Schläge und Stöße mit dem Shinai nach genau festgelegten Regeln ausgeteilt. Eines der charakteristischen Merkmale des Kendo ist die Verbindung von Angriffs- und Verteidigungstechnik. Im Kendo wird behauptet, dass auch die schwierigsten Techniken nur auf bestimmten Variationen von grundlegenden Bewegungen basieren. Bewegungen, die im heutigen Kendo besonders betont werden. Diese Körperhaltung, Shizentai genannt, ist Ausgangsstellung für alle Bewegungen im Kendo. Die Stellung, so wird behauptet, entspricht auch der natürlichen Körperhaltung im täglichen Leben. Die formelle Knieposition wird Seiza genannt. Die Knie etwas auseinandergedrückt und die großen Zehen eng zusammen, den Rücken gerade und die Schultern entspannt. Sarei, die Verbeugung aus der Knieposition, ist eine der guten Sitten im Kendo. Höflichkeit und Anstand werden im Kendo besonders betont, um diesen Kampfsport nicht in primitive Aggression ausarten zu lassen. Die Verbeugung aus dem Stand wird Ritsurei genannt. Dies ist die Sonkyo-Stellung. Und hier sehen wir Chudan no Kamae. Neben Chudan no Kamae gibt es noch Jodan no Kamae und Gedan no Kamae. Chudan no Kamae ist die Basis für alle Stellungen, da aus dieser Position optimale Variation für Angriff und Verteidigung gegeben ist. In der Stellung Chudan ist der rechte Fuß etwas vorgestellt. Die rechte Hand fasst etwas unterhalb des Schutzes. Das Schwert, Shinai genannt, wird mit der Schnur nach oben gehalten und weist gegen die Kehle des Gegners. Der Blick in die Augen des Gegners gerichtet, aber Konzentration auf dessen gesamten Körper. Wollen wir nun die richtige Griffposition des Shinai betrachten. Der kleine Finger der linken Hand hält das Ende des Hefts. Die rechte Hand muss das Heft etwa eine Faustbreite vor der linken Hand fassen. Das Shinai locker halten, wobei die mittleren Knöchel beider Hände nach oben zu richten sind. Die Daumen des Kämpfers auf dieser Seite zeigen seitwärts. Mit diesem Griff ist er nicht in der Lage, richtige Schläge auszuteilen. Da die linke Hand zu tief greift, steigt die Spitze zu hoch an. Wenn beide Hände zu eng zusammenliegen, wird Kamae leicht überrumpelt und das Shinai abgelenkt. Das Shinai locker halten, die Ellbogen entspannen, ohne sie zu weit auszustellen bzw. zu eng an den Körper anzulegen, um frei schlagen und stoßen zu können. Hier sehen wir die normale Stellung der Füße. In der Grundstellung werden die Zehen des linken Fußes bis zur Ferse des rechten Fußes zurückgezogen. Die Füße sind zu weit auseinander. Mit den Zehen nach außen gerichtet oder mit den Fersen am Boden ist schnelles Bewegen nicht möglich. Aber die Fersen sollten auch nicht zu hoch vom Boden abgehoben werden. Ja.
Beinarbeit stellt einen wichtigen Teil im Kendo dar, um effektive Stöße und Schläge anbringen zu können. Ohne gute Beinarbeit können höhere Techniken nicht gemeistert werden. Man kann ohne weiteres behaupten, dass Beinarbeit der wichtigste Punkt im Kendo ist. Wollen wir nun grundlegende Beinarbeit betrachten. Ayumi Ashi wird angewandt, um über größere Strecken schnell vorwärts oder rückwärts zu gelangen. Hier sehen wir Okuri Ashi, eine Technik für schnelle Beinarbeit auf kurzen Strecken in allen Richtungen. Okuri-ashi kann mit einer Vielzahl anderer Techniken eingesetzt werden, um rasche Bewegung nach vorne, hinten, rechts, links und in diagonaler Richtung zu ermöglichen. Hiraki-ashi dient Gegenangriffen oder zur Abwehr des Gegners. Das hintere Bein möglichst schnell abheben, wobei als Mittelpunkt des Körpers die Hüfte anzusehen ist. Für Schläge und Stöße über relativ große Entfernungen dient Tsugi-ashi. Sobald eine Chance erkannt wird, den linken Fuß an den rechten anziehen und mit dem rechten Bein einen großen Schritt vorwärts machen. Nach dem Erlernen von Kamae und der Beinarbeit muss die Handhabung des Shinai geübt werden. Diese vertikalen und diagonalen Schwünge des Shinai durch den Raum werden Suburi genannt. Suburi stellt einen wichtigen Teil im Training dar, um grundlegende Angriffstechnik und Richtgenauigkeit des Shinai zu beherrschen. Dies ist Joge Buri. Die linke Hand immer vor dem Gesicht vorbeiführen, beide Fäuste etwas nach innen drehen und die Bewegung entlang der Mittellinie des Körpers ausführen. Kombinieren wir nun Beinarbeit mit dem Schwingen des Shinai. Die Spitze sollte einen großen Kreis zeichnen. Hier sehen wir Naname-Buri. Durch Suburi können die Grundstellungen, die Beinarbeit und besonders die Richtung der Schläge gemeistert werden. Nun wollen wir sehen, wie Schläge und Stöße am besten ausgeteilt werden. Diese Bewegungen sind gemäß der bis jetzt erarbeiteten Grundbewegungen auszuführen. Im Kendo verwendete Keikogi und Kendogu werden unter Berücksichtigung der eigenen Sicherheit und der Bewegungsfreiheit angefertigt. Daher ist beim Anlegen auf richtigen Sitz zu achten. Mai bedeutet den Abstand vom Körper zum Gegner. Diese Grundentfernung wird Isoku Ito no Mai genannt. Diesen Abstand nennen wir Chikai Mai oder Chikama. Toi Mai oder Toma sind die Bezeichnung für den hier gezeigten Abstand. Dies ist Menuchi. Wenn aus der Stellung Isoku Ito no Mai mit dem rechten Fuß beginnen, vorwärts geschritten wird, wird die richtige Men-Position erreicht. Menuchi wird unterteilt in Shomenuchi, Hidarimenuchi und Mingimenuchi. Unbedingt darauf achten, dass mit dem letzten Drittel des Shinai getroffen wird. Das Gewicht nach vorn verlagern, wenn das Shinai nach oben geschwungen wird. Nachdem das Shinai hoch genug gezogen ist, sodass die Sicht auf den Gegner unbehindert ist, vorwärts schreiten und gleichzeitig mit dem Shinai nach unten schlagen.
Auf richtigen Abstand achten. Die Aufwärtsbewegung und der Schlag nach unten müssen eine einzige Bewegung darstellen. In der Anfangsstufe die Füße über dem Boden gleiten lassen, wenn das Shinai in einer großen, langsamen Bewegung nach oben gezogen wird. Den Schwung etwas verkleinern und die Geschwindigkeit erhöhen, dabei schneller nach vorn schreiten. Wenn der rechte Fuß zu hoch gehoben wird, geht leicht das Gleichgewicht verloren. Bei zu weit gespreizten Ellbogen sind keine gültigen Schläge möglich. Dies ist ein schneller Minuchi mit raschen Schritten. Hier sehen wir Koteuchi. Dies ist die mit Punkten bewertete Fläche des Kote. Ein Schlag nur auf die Faust kann nicht vorwärts schreiten und auf Kote schlagen. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die linke Faust in der Mitte des Körpers befindet. Danach die Gelenke drehen, um dem Schlag diese schlechte Haltung mit gebogenem Rücken wird durch zu langsames Zurückziehen des linken Fußes verursacht. Der Schlag muss mit dem gesamten Körper, nicht nur mit den Händen, geführt werden. Hier sehen wir Douchi, auf dem rechten Bein stehen und schlagen. Dies ist die mit Punkten bewertete Fläche für Do. Richtig mit der Seite des Shinai gegenüber Tsuru treffen. Beim Schlagen muss das Shinai hoch genug gehoben werden, um die Sicht auf den Do-Teil des Gegners nicht zu behindern. Danach vorwärts schreiten und die linke Faust in Hüfthöhe in der Mitte des Körpers halten. Do kann niemals richtig getroffen werden, wenn die linke Faust über Hüfthöhe steigt. Der Schlag ist auch nicht korrekt, wenn der Schritt vorwärts zu klein ausfällt. Das Shinai vollführt eine falsche Bewegung. Die linke Faust befindet sich nicht in Körpermitte. Dieser Schlag wird Hirauchi genannt und kann nicht gewertet werden, da der Schlag mit der flachen Seite der Klinge erfolgt. Bei einem Do-Schlag ist auf richtige Körperhaltung und auf richtige Drehung der Hände zu achten. Der Mut zum großen Schritt vorwärts ist notwendig für einen erfolgreichen Do-Schlag. Dieser Stoß trägt die Bezeichnung Tsuki. Das Ziel des Tsuki ist hier. Bei einem Stoß ist der rechte Fuß vorzustellen und die beiden Fäuste müssen nach innen gedreht werden. Den Stoß mit der Hüfte ausführen. Zum Zeitpunkt des Stoßes ist darauf zu achten, dass die linke Faust nicht so wie hier hochgeht. Unmittelbar nach dem Stoß muss in die Stellung Chudan no Kamae zurückgekehrt werden. Es gibt zwei Arten von Tsuki, und zwar Morote-Tsuki mit beiden Händen und Katate-Tsuki mit nur einer Hand. Neben richtigem Schlagen und Stoßen muss im Kendo auch eine richtige Blockiertechnik gemeistert werden. Hier wird der Men-Schlag blockiert. Beim Abblocken muss die Attacke des Gegners genau beobachtet werden, sodass unmittelbar mit dem Gegenangriff begonnen werden kann. Hier sehen wir ein